In diesem Video zum Thema Funken erodieren möchte ich einen genaueren Blick auf die Elektronik werfen und die Kernpunkte für künftige Verbesserungen ansprechen. Wie im ersten Video bereits gezeigt, handelt es sich bei der Schaltung um eine rustikale Version eines aus Kupferdrähten zusammengehaltenen Aufwärtswandlers. Gespeist wird dieser von einer 12V Gleichspannung aus einem alten Computernetzteil und daraus wird eine Ausgangsspannung von bis zu 40V generiert. Ich möchte an dieser Stelle nicht die komplette Funktionsweise von Aufwärtswandlern abhandeln, sondern nenne nur ein paar grundlegende Eigenschaften. Die Ringkernspule wird über einen MOSFET abwechselnd geladen, indem diese parallel zur Eingangsspannung geschaltet wird, und anschließend schlagartig wieder von dieser getrennt, womit der Entladevorgang startet. Die Induktionsspannung der Spule addiert sich nun zur Eingangsspannung und lädt somit den Kondensator über eine Diode auf eine Spannung höher als die Eingangsspannung. Dieser Zyklus wird mehrfach durchlaufen, bis die gewünschte Ausgangsspannung erreicht ist. Die Schaltung des MOSFET und die Überwachung der Kondensatorspannung übernimmt ein Mikrocontrollerboard Typ ATmecker 328. Ist der Kondensator auf die vorgesehene Endspannung geladen, so kann ein Schuss für das Funkenerodieren erfolgen. Wird die mit Masse verbundene Elektrode, bei meiner Maschine momentan immer noch der 1mm Bohrer, nahe genug an das mit der positiven Spannung verbundene Werkstück gebracht, so springt ein Funke über und der Kondensator wird sehr schnell entladen. Dabei fließt ein sehr hoher Strom, welcher eine ausreichend zerstörerische Wirkung auf das Werkstück ausübt und dieses erodiert, wie in den vorangegangenen Videos bereits gezeigt. Für einen Schuss wird die im Kondensator gespeicherte Energie zur Erosion genutzt, daher der im Englischen verwendete Begriff Electrical Discharge Machining, also Bearbeitung durch elektrische Entladung. Dabei gilt, je höher die Kondensatorspannung und je höher die Kapazität dieses Bauteils, umso mehr Energie ist in dem Kondensator gespeichert. Erneut verwende ich mein Mikroskop, um den Bohrvorgang durch eine 0,1 mm Rasierklinge mit eingeschalteter Wasserspülung zu beobachten. Für den ersten Versuch belasse ich die Schaltung so wie in den vorangegangenen Videos und verwende eine Ausgangsspannung von 30V. Nach insgesamt 115 Schüssen ist die Bohrung beendet. In vorangegangenen Videos hatte ich ja bereits angesprochen, dass weniger mehr sein kann. Ich ersetze den Kondensator daher für den nächsten Versuch durch ein kleineres Exemplar mit nur 1000 Mikrofarad. Mit diesem Bauteil ist die Bohrung nach 156 Schüssen abgeschlossen, anstelle der 115 Schüsse mit dem mehr als doppelt so großen Kondensator. Ich habe nun einen 470 Mikrofarad Kondensator verlötet und wiederhole den Versuch. Jetzt werden 342 Schüsse für die Bohrung benötigt. Als letzten Kondensator verwende ich ein Exemplar mit 220 Mikrofarad, was einem Zehntel der Kapazität des ersten Kondensators entspricht. Damit werden 503 Schüsse für die Bohrung benötigt, was deutlich weniger ist als das Zehnfache des zehnmal größeren Kondensators. Auch hier zeigt sich, dass in Sachen Funken nicht alles so geradlinig verläuft, wie vielleicht gedacht. Vergleichen wir die ersten Schüsse des 2200 Mikrofarad und des 10-mal kleineren 220 Mikrofarad Kondensators, so ist zu sehen, dass letzterer zwar deutlich kleiner ausfällt, der Faktor in Sachen Durchmesser aber nur 1/2 beträgt.
Beim fertig gebohrten Loch ist zu sehen, dass sich mit dem kleineren Kondensator an den Rändern nicht so dicke Tropfen aus wiedererstarrtem Metall gebildet haben. Ferner fällt die Bohrung insgesamt etwas runder aus. In dem vorangegangenen Video hatte ich gezeigt, dass Funken nicht in gleicher Weise auf beide Elektroden wirken. Ändern wir daher als nächstes die Polung. Nun ist Masse an dem Werkstück und die plus 30 Volt Spannung an dem 1mm Bohrer. Für die Bohrung werden nun 825 Schüsse, also mehr als mit der ursprünglichen Polung benötigt. Ferner ist zu sehen, dass die Riefen der Metalloberfläche der Rasierklinge verschwinden, hier bilden sich hellgraue Ablagerungen. Neben den Funken tragen auch Redoxreaktionen zu einer Veränderung des Metalls bei. Bildet wie hier das Werkstück die Kathode, so sorgt der Überschuss an Elektronen dafür, dass sich Metallionen aus dem Wasser als elementares Metall auf dem Werkstück abscheiden. Stahl besteht nicht nur aus Eisen und die Wassermoleküle tun ihr Übriges, dass eine ganze Reihe von Redoxreaktionen unvermeidlich abläuft. Der Durchmesser der fertigen Bohrung ist etwas kleiner, aber nicht, weil die Funkenlücke kleiner ausfällt, sondern weil der Bohrer dünner geworden ist. An der Anode oxidiert das Eisen und Metallionen gehen in Lösung. Diese Redoxreaktionen laufen nicht im Plasma der Funken ab, sondern an der gesamten Oberfläche des Bohrers, die in das Wasser eintaucht. Deutlich ist eine rostrote Schicht auf der Oberfläche des Bohrers zu erkennen. Zum Problem der Erosion der Werkzeugelektrode gibt's in kommenden Videos noch viel zu erzählen. Erhöhen wir als nächsten Parameter die Spannung, mit welcher der Kondensator geladen wird, auf nun 40 Volt. Die im Kondensator gespeicherte Energie steigt quadratisch mit der Spannung. Mit dem 220 Mikrofarad Kondensator werden nun nur noch 262 Schüsse benötigt, um die Rasierklinge zu durchbohren. Hohe Energie pro Schuss bedeutet, dass mehr Material abgetragen wird, die Kanten allerdings weniger glatt ausfallen. Mit geringerer Energie dauert's länger, die Ergebnisse werden aber präziser. Wer Software schreiben kann, ist somit klar im Vorteil. In diesem Experiment werden die ersten 180 Schüsse mit einer Spannung von 40 Volt durchgeführt, um schnell bohren zu können. Danach wird auf eine Spannung von nur 20 Volt umgeschaltet, womit die Kanten der Bohrung runder und glatter ausfallen. Nach insgesamt 544 Schüssen ist diese Bohrung die bislang präziseste. Da ich den Bohrvorgang nach jedem Schuss unterbrochen habe, um ein Foto mit meinem Mikroskop aufzunehmen, war die Geschwindigkeit, mit welcher der Kondensator geladen wird, bislang nicht von Bedeutung. In der Praxis möchte man allerdings möglichst viele Funken pro Zeiteinheit generieren, um ein Werkstück möglichst schnell bearbeiten zu können. Die Geschwindigkeit, mit welcher ein gegebener Kondensator geladen wird, hängt von der Schaltfrequenz und der Induktion der verwendeten Spule ab. Mit Spule Nummer 1 und einer pulsweiten Frequenz von 1000 Hz wird der 220 Mikrofarad Kondensator in durchschnittlich 0,2 Sekunden auf 20 Volt geladen. Dabei beträgt die Tastrate des PWM-Signals 50%. Mit der Frequenz höher zu gehen funktioniert mit dieser Spule nicht, da dann die Zielspannung nicht mehr in einer akzeptablen Zeitspanne erreicht wird. Im Verlauf der Bohrung erwärmt sich die Spule deutlich, wie die Wärmebildkamera zeigt. Die 0,1 mm Rasierklinge ist nach 3621 Schüssen in etwa 12 Minuten durchbohrt, was etwa 5 Schüssen pro Sekunde entspricht. Das Ergebnis ist ein schön rundes Loch mit relativ glatten Kanten. Als letzte Modifikation verwende ich nun eine Spule mit weniger Windungen aus dickerem Kupferlackdraht. Somit sinken der ohmsche Widerstand und die Induktivität der Spule.
Mit einer Grundfrequenz von 8000 Hz kann diese Spule so angesteuert werden, dass der MOSFET gerade so nicht durchbrennt. Die Wärmebildkamera macht die Schaltverluste meines allzu simplen Elektronikdesigns deutlich sichtbar. Die MOSFETs sind klar auszumachen. Die Spule bleibt zumindest in diesem Versuch völlig cool. Zum Thema MOSFETs schnell schalten werde ich in einem späteren Kapitel genaueres berichten, denn das ist gar nicht so einfach. Die Entspannung von 40V wird problemlos erreicht, viel mehr verträgt der Elektrolytkondensator nicht. Die Bohrung ist mit diesem Setup nach nur 60 Sekunden und 245 Schüssen abgeschlossen. Als nächsten Schritt muss ich an der Software schreiben, um neben dem Bohren von Löchern auch andere Pfade mit der CNC abarbeiten zu können. Außerdem gibt's in der Schaltung ja noch eine zweite Diode zur Erkennung von Kurzschlüssen und einen zweiten MOSFET, um diese abzublocken. Auch die Software des Aufwärtswandlers bietet noch viele Ansatzpunkte für Optimierungen. Mehr dazu gibt's im kommenden Video und zum Nachlesen auf homofaziens.de. Und wer mir als Motivationsspritze für die weitere Entwicklung dieser Funken-Aerodiermaschine einen Obolus zukommen lassen möchte, auf meinen Seiten gibt's auch eine Spendenschaltfläche. Vielen Dank an alle, die davon schon Gebrauch gemacht haben. In diesem Sinne, danke fürs Angucke und bis bald!